Leute, ich muss schnell zum Klassenfahrt. Schaut mal, da vorne sind die. Ich bin jetzt leider einen Tag zu spät. Die haben einfach vergessen, mich auf dem Schiff zu nehmen. Deswegen bin ich seitdem... Herr Lehrer, ihr habt mich vergessen mitzunehmen. Oh, das tut mir leid, Natus. Ich musste 30 Kilometer schwimmen von der anderen Insel bisher. Das hat einen Tag gedauert. Sie wissen gar nicht, wie gruselig das in der Nacht war, zu schwimmen. Wollen Sie sich ausruhen? Ja, ich will mich jetzt am liebsten nur noch ausruhen. Ich suche mir ein Zimmer aus. Ja, suchen Sie sich ein Zimmer aus. Und wenn Sie ein Zimmer gefunden haben, kommen Sie zu mir. Nee, ich suche mir ein Zimmer aus und dann schlafe ich dort. Ich muss gar nicht zu Ihnen kommen. Sie haben mich hier vergessen, Alter. Sind Sie bescheuert oder was? Boah, Digga, die ganzen Jungs sind hier schon hier am Chillen und so. Ey, Jungs, ich muss euch schnell was sagen. Hört mir mal zu. Ja, was zu. Habt ihr die ganze Zeit nicht euch gedacht, wo ich die ganze Zeit war? Doch, natürlich. Doch, ja, doch, ja, doch, haben wir. Ja, ich wurde einfach vergessen. Ich musste schwimmen hierher. Was? Wirklich? Ja, also wirklich, Mann. Ja. Ja, voll der Kack. Oh, Mann. Ja, jetzt wie lange hat das gedauert? Das hat 24 Stunden gedauert. Aber Jungs, ich muss jetzt erstmal mich ausruhen, Mann. Ich bin so müde. Ah, Mann. Alter, aber was gibt's hier alles für Sachen? Hier gibt's einen riesen Fernseher, da gibt's hier so eine Bar. Alter, hier gibt's Alkohol, Junge. Was ist das denn? Einfach Alkohol gibt's hier, Junge. Alkohol soll verboten sein für die Kinder. Oh, Junge, Junge. Mädchen? Zwei Mädchen? Entschuldigung. Zwei Mädchen, Leute? Zwei Mädchen? Zwei Mädchen? Meine Mädchen! Was ist hier? Locket Lighthouse. Hier kann man kacken, glaube ich. Boah, ich schwör's euch, ich wollte eigentlich kacken, aber Hai hat mein Popo gegessen im Wasser. Deswegen, ich kann nicht mehr Kacker machen. Alter, was gibt's hier für geile Sachen, Mann? Boah, das ist schon richtig geil. Warte mal, was gibt's denn hier? Boah, Junge, hier gibt's eine Yacht. Alter, was ist das denn, Junge? Junge, mein Bauch tut schon weh, dass ich hier alles sehen kann. So krass. Alter, das ist schon echt geilste Klassenfahrt, wo ich jemals war. In meinem ganzen Leben. Und ihr wisst, Leute, ich war schon auf echt vielen Klassenfahrts. Boah, ich sollte mir echt ein paar Weiber holen und dann heute Nacht auf diesen Yacht da irgendwie einbrechen oder so. Oder mit den Weibern so vielleicht mit drei Weibern am besten. Wir haben drei Weiber in der Klasse, mit allen drei dorthin gehen. Boah, ich versuche mal vielleicht alle drei zu... Hey, Elias, Mann, alles klar bei dir? Was geht, Nates? Aber auch nichts bei dir? Auch nichts, Bro. Wollen wir ein bisschen so hier rumgehen vielleicht? Und so ja, rausgehen? Können wir machen. Ich suche mir gerade ein Zimmer aus, aber ich weiß nicht, welches ich nehmen soll irgendwie. Ja, ich habe 100 Cent. Mein Bein tut weh. Elias, alles Mann, dein okay Ernst? Bei dir? Ist alles okay? Ja, Elias hat mir gerade ein Bein gestellt, Bro. Ja, habe ich. Ah, das tut jetzt echt weh. Kann ich mich vielleicht in euer Zimmer kurz ausruhen oder so, bis mein Bein besser geht? Ja, klar, kannst du machen. Ja, klar. Ah, es tut echt weh. Aua. Setz dich hier aufs Sofa oder aufs Bett. Ja, okay, dann mache ich das. Oh Mann, ey, das tut höllisch weh. Oh. Shanti, geh du mal den Sunny-Kasten holen. Ja, okay. Zeig mir her dein Bein. Welches Bein? Ich hab drei. Na, das, was du dir verletzt hast. Das war das Bein, das du eigentlich nicht sehen solltest. Ach so, ja, dann. Hier. Ja. Ich mach okay. Das schon selber. Schaut lieber nicht. Ich mach das schon selber. Okay. Oh, Mann, ich hab desinfiziert, das tut echt weh. Ja, ich bin fertig, mir geht's ein bisschen besser jetzt. Was macht ihr jetzt so heute noch? Geht ihr heute Abend feiern oder so? Ja, wir wollten heute auf die Party gehen. Auf welche Party? Es gibt doch gar keine Party. Na doch, die Party auf heute eine Party. Auf dem Dach? Also, wir Mädels. Ja, ja, wenn du willst, kannst du auch kommen. Ach, ich alleine mit drei Mädels? Nein, die anderen kommen natürlich auch. Wir schmeißen halt so eine Klassenfahrtparty und aber später gehen wir halt noch an den Strand alle zusammen. Ja, okay. Ja, aber du darfst es dem Lehrer nicht sagen. Nein. Ja, und es wird halt auch Alkohol geben, deshalb darfst du es wirklich halt nicht unseren Lehrer sagen. Nee, okay, ey, ihr wisst ja, auf Klassenfahrt küsst man ja immer Mädchen und so, ne? Oder so. Können wir das dann auch machen? Nein. Es ist auf jeden Fall auch Wahrheit oder Pflicht. Oh ja, Mann, ich bin dabei. Let's go. Ey, Jungs, habt ihr gehört? Heute Party. Also. Aber sag's nicht dem Lehrer. Ja, schreit das bitte nicht so laut. Sei nicht so laut. Boah. Der Direktor, glaube ich. Alter, ich glaube, ich gehe jetzt mal hier einmal nach oben. Ich muss mir ein Zimmer aussuchen. Oh, Leute, das wird schon richtig, richtig geil. Ey, weiß nicht warum, aber die Weiber sind ja richtig gut drauf. Weil meistens waren die... Was ist los, Herr Lehrer? Was kann ich irgendwie helfen? Sie kommen mir so zu nah. Ja, ich wollte dir noch was sagen. Hier oben sind keine Zimmer mehr. Ich habe selbst keins. Ach, Sie haben selbst keins. Oh Mann, ey. Aber ich meine, ganz ehrlich, hier ist so warm. Man könnte sich einfach eine Decke holen und zum Beispiel hier auf der Couch schlafen. Ich meine, so schlimm ist es auch nicht. Ich schlafe auf der Yacht.
Ach, sie schlafen auf der Yacht. Ja, da machen sie das doch so. Habe ich jetzt Nein gesagt, oder? Nee, ich schlaf doch nicht mit einem Leder, sind bescheuert. Und außerdem ist hier noch ein Zimmer. Haben sie recht. Ja, was wird das jetzt hier? Darf ich fragen, was das soll? Ja, das Zimmer ist nicht frei, gucken Sie mal da. Ja, aber das kann ja, das ist eine Schülerin. Ich darf doch wohl mit ihr reden oder sie besuchen. Ja, gut. Egal. Mann, der Lehrer benimmt sich echt sehr komisch, Mann. Ja, das ist gar nicht mal so unrecht. Aber du kannst gerne hier bei mir schlafen, wenn du willst. Was, ich darf hier bei dir schlafen? Ja, klar. Hast du eigentlich von der Party von den Weibern gehört? Weil die Mädels machen irgendwie eine Strandparty später, haben die gesagt. Ja, ja, natürlich habe ich es mitbekommen. Jeder weiß es schon. Und gehst du dorthin, oder? Ja, natürlich. Okay, krass. Und trinkst du dann auch, oder bist du eher so, du kommst nur so zum Spaß? Ja, natürlich trinke ich was. Das ist voll normal. Okay, okay, okay. Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr gut an, weil ich trinke so viel, dass mein Bauch explodiert. Ich habe mal 20 Flaschen Whisky getrunken. 20 Flaschen! Flaschen, das kann ich doch gar nicht glauben. Ja, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe immer eine Flasche getrunken und dann bin ich schnell zur Toilette, habe dann schnell die ganze Flasche rausgepisst, weil ich kann das richtig schnell machen. Und da habe ich das 20 Mal gemacht. Und ich wurde auch nicht betrunken, weil ich habe das dann sofort rausgepisst. Oh, das hört sich ja sehr interessant an. Ja, genau. Und das ist auch bei mir zum Beispiel bei Boom Boom Shakalaka. Ich mach schnell Boom Boom Shakalaka, dann gehe ich Toilette, mach Kaka und komm wieder zurück, mach weiter Boom Boom Shakalaka. Also ich wollte jetzt nur mal sagen, dass ich wirklich einer der besten Boom Boom Shakalaka bin. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall eine tolle Nacht. Vielleicht nehme ich dein Angebot später an und schlafe mit dir in deinem Bett, wer weiß. Dann sehen wir uns vielleicht später. Alles klar, tschüss. Oh Mann, ey, das ist schon echt gruselig, was hier gerade abgeht. Warte mal, geht's hier nochmal nach oben? Was ist das denn? Natus! Ja? Willst du uns helfen, die Party vorzubereiten? Wir sind gerade dabei. Ach, macht ihr das hier oder was? Nein, ja, klar, komm mit. Wir zeigen dir wo. Warte mal, wirklich? Es wird hier stattfinden oder was? Ja, warte, komm noch eins höher. Boah, wie geil ist das denn? Ihr habt hier wirklich auf dem Dach gesagt. Ich hab auf der Yacht... Boah, Junge, was ist das denn hier? Party-Time, yo, Junge. Alter. Aber, Mädels? Ja. Ja. Ah, oh, das ist grad... Nee, alles gut, alles gut. Ich wollte nichts sagen. Ich helfe euch jetzt bei Party zu machen, okay? Ich rufe die anderen. Ja, danke. Okay. Boah, Leute, ist schon richtig geil hier. Warte mal, ist hier etwa ein Zimmer? Oder ich glaube, das ist eine Toilette. Stinkt voll, Alter. Oh, warte mal, hier ist ein Zimmer, oder? Boah, ich kann ja vielleicht mit den Mädels hierher kommen. Und dann können wir miteinander, wir wissen schon, machen. Oder warte, hier ist doch ein Zimmer. Alter, hier gibt es ja richtig viele Zimmer, Junge. Boah, das ist schon richtig geil. Natus? Ja? Ich bin der DJ für heute Abend. Musik. Ach so, kannst du so Dings anmachen? Capital Gra, Baftedel, warte, was gibt's noch? Barit Feng, Olega, Ero, Kero, kannst du diese Leute anmachen, bitte? Auf jeden Fall, dankeschön. Oh, dankeschön, Bruder, du bist einfach der Beste, Junge. Danke, Mann. Hey, Leute, kommt alle hoch, die Party startet jetzt. Ach, die startet jetzt schon? Warte mal, ich muss schnell das eine Mädchen abholen. Schnell, sie muss ja auch kommen irgendwie. Oder vielleicht ist sie ja schon dort. Hey, Party, du musst jetzt kommen, es fängt an. Oh ja, stimmt, da war ja was, ich komm schon. Ja, wie alt bist du nochmal? Ich bin 17, und du? Oha, ja, ich bin schon 18. Aber warte, dass der Lehrer nicht hochgeht. Was ist denn da oben eigentlich? Da oben? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Was soll da oben sein? Wie bitte? Ihr dürft Partys machen, also Partys sind erlaubt, ne? Ach, Partys sind erlaubt? Keine Ahnung, ich weiß nichts davon. Nee, ich weiß nichts davon, keine Ahnung. Lassen Sie mich einfach in Ruhe. Ich gehe jetzt da hoch. Aber ich gehe alleine mit dem Mädchen dorthin. Kommen Sie bitte nicht mit. Viel Spaß! Danke! Alter, boah, ja, Mann, es geht los. Ey, yo, willkommen, was ist hier los? Willkommen auf der Party! Jetzt wird gefeiert! Yo, DJ, mach mal was Cooles an, Alter! Auf jeden Fall!
Boah, schaut mal, was ich kann, Alter. Ich bin einfach der Beste, Mann. Boah, Mädels, schaut mal, was ich kann. Wetten, ihr könnt sowas nicht. Da, 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 da. Ja, dann zeigt mal, was ihr so drauf habt. Vielleicht war das ja ein Trick, damit ihr sowas macht, hä? Vielleicht wollt ihr, dass ihr sowas macht. Ey, DJ. Was ist los? Kannst du mir bitte ein Lob aussprechen an die drei Mädels und sagen, dass sie herzlich willkommen sind auf der Party und dass sie die drei schönsten sind? Auf jeden Fall. Dann machen Sie das bitte einmal. Okay. Liebe Gäste, die drei Mädchen, die sind richtig gut, die sind richtig hübsch. Und ich glaube, der neben mir möchte die abschleppen. Ja, allerdings, ja. Ich möchte mit den Weibern hier heute... die hören mich ja gar nicht. Ja, Elias, alles klar bei dir, Junge? Du bist ja hier alleine. Ja, Bro, ich bin gar nicht mehr so wegen Party, weißt du? Ich will ein bisschen so chillen. Ja, ein bisschen chillen, Bro. Ich schwör's dir, ich geb dir auf jeden Fall ein bisschen recht. Schau mal, da geht's schon echt hart zur Sache, ne? Muss man schon ehrlich sagen. Ey, warte mal kurz. Das sind noch... Ey, Bro, ich bin ehrlich. Ich glaube, ich will alle drei Weiber, glaube ich mal. Bist du bescheuert, Digga? Du schaffst nicht mal eine, Mann. Ja, aber... Wollen wir vielleicht mit denen, also weißt du, wollen wir vielleicht einen Fünfer vielleicht machen? Nee, Mann, ich mach einen Vierer mit denen alleine. Sorry, Bro, für dich ist kein Platz. Ja, oder obwohl, komm, weißt du was, Elias, komm, Digga, du bist mein langjähriger Freund, wir machen das. Ey, Mädels, können wir mal kurz unter vier Augen sprechen? Kommt mal bitte alle Mädels. Ich muss euch kurz was sagen. Ja, okay. Der Lehrer hat ja gesagt, die Party darf. Ey, Elias, komm auch. Also okay. Der Lehrer hat gesagt, die Party darf nur noch so 10 Minuten gehen und dann müssen wir leider alles beenden. Aber habt ihr Lust, bei mir aufs Zimmer weiterzumachen mit dem Elias? Ja klar, weil wir haben ja Alkohol dabei, oder Shanti? Ja, natürlich. Ja, okay. Okay, ja, lass machen. Dann kommt mal mit, dann gehen wir schon mal runter. Warte mal, Herr Direktor, Sie machen mit bei der Party? Ja, natürlich. Okay, ja, dann wir gehen auf jeden Fall. Es ist ein bisschen zu viel für uns jetzt. Ja, okay. Wo ist denn dein Zimmer, Nettes? Ja, wenn ihr mir Platz macht, dann zeige ich euch das schnell. Kommt mal bitte mit. Und zwar, ganz genau das hier ist mein Zimmer. Hey, was machst du denn da? Das ist mein Zimmer, Junge. Nein, Junge, ist mein Zimmer. Das habe ich als erstes gesucht. Ach ja? Ist das wirklich dein Zimmer? Das kann doch gar nicht sein. Weil als ich noch gekommen bin, vorhin war es leer. Du lügst. Geh mal weg hier. Ich war schon seit gestern da, aber okay, ich gebe dir. Ist weg hier. Weg hier, Junge. Ja, okay. Ja. Ja, kommt hier rein. Die ganzen Schüler gehen, glaube ich, auch hier weg von ihren Zimmern und so. Also, ich würde sagen, ein Hoch auf uns alle, dass wir uns hier versammelt haben und eine Party schmeißen, oder nicht? Ja, genau. Ja, Mann. Ja, natürlich. Genau, viel Spaß beim Trinken. Ey, let's go, würde ich sagen. Ey, Party Time. Yay. Boah. Oh Mann, das wirkt halt mega. Ja, ne? Ja, Mann. Das macht mega Spaß. Warte mal. Ey, Elias, habt ihr Bock auf Wahrheit oder Pflicht? Also nur in der Runde? Ja, warte. Ja, versteckt euch, der Lehrer ist da. Versteckt euch alle. Nee. Ja, Herr Lehrer, was ist los? Sie haben ja gerade so einen Typ aus Ihrem Zimmer gejagt. Und der hat jetzt, der ist jetzt einfach in mein Zimmer gekommen. Können Sie mir helfen? Sie sind der Lehrer, warum sollte ich Ihnen helfen? Ja, ich krieg den da nicht raus, der geht einfach in mein Zimmer und setzt sich hier in mein Bett und der geht nicht raus. Tut mir leid, da müssen Sie selber fertig werden mit. So, okay, kommt raus, Party. Wir lassen Wahrheit oder Pflicht, okay. Ich muss euch was erzählen. Ich muss kacken. Es war doch nur ein Scherz, Mann. Der hat ja wirklich mal in die Hose. Der hat wirklich. Ja, okay, dann Wahrheit oder Pflicht, setzt euch alle hin. Okay. Also, dann würde ich anfangen. Nate, ist Wahrheit oder Pflicht? Ich nehme Wahrheit. Bist du in jemanden aus der Klasse verliebt? Ja, in drei Mädchen, in euch drei. Haha. Okay, ja, dann bist du jetzt dran. Okay, eine Frage an euch drei Mädchen. Würdet ihr mit mir Bumuschakalaka machen?
Also, ja. Wir haben ja schon getrunken, ja. Also warum nicht? Okay, kommt der Schagalaga. Schagalaga. Elias, komm auch, Bro. Schagalaga. Schagalaga, 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 Schagalaga. Wow, Bruder. Ui, Memo. Ui, Memo. Elias, geh mal weg. Elias, geh mal weg. Ich will mal kurz alle drei für mich alleine haben. Ui, Memo. Was passiert denn hier? Geh komplett weg. Geh komplett weg, Bro. Ja, Mann. Ja, Mann. Tschüss, Alter. Jetzt alles meine. Boom, Schakalaka, oh mein Gott, dieser gute Popo, gute Popo, gute Popo. Warte, ich hole jetzt Elias. Ey, Elias, komm, geh du jetzt rein. Ich halt Wache. Was ist los? Also, geh bei euch. Nein, wir machen gerade kein Boom, Schakalaka. Das hört sich nicht so an, nein. Nein. Was ist hier für ein Krach? Der Lehrer kommt. Okay, es reicht, es reicht, es reicht. Ihr seid alle schwanger, es reicht. Was ist hier für ein Krach? Ja, wir haben gerade ein bisschen gekocht. In ihr Zimmer. Ja, ja, genau. Alle in ihre Zimmer, sofort. Ey, Nathis, wir haben uns. Chips, du bleibst hier. Chips, du bleibst hier. Chips pennt bei mir. Chips, jetzt werden ganz böse Dinge gemacht, weißt du? Ja, Mann. Ja, weißt du, an was ich denke? Ja, klar. An was denn? Was denn das? Nein, bist du bescheuert? Ach komm. Wir jagen jetzt Geister. Oh. Ja.